Hallo, hört ihr mich? Gut. Ich will versuchen, das heute hier ein bisschen lustig zu machen. Es ist jetzt schon mein nächster Talk zur Netzneutralität und irgendwie schade, dass wir über das Thema noch sprechen müssen. Aber ich kann schon mal sagen, wir hatten hier heute eigentlich etwas anderes vor. Diese Session hier ist über Umwege zustande gekommen, weil ursprünglich hat sich dieser hierher angekündigt, Timofey Höttges, der Chef der Deutschen Telekom, wollte eigentlich zur Republika kommen und wie das hier Usus ist, er darf hier gerne eine Bühne haben, aber da muss er auch mit uns Themen diskutieren, die wir wichtig finden. Und leider, als er dann irgendwie mitbekommen hat, dass er hier mit der Verbraucherzentrale Bundesverband und mir über Netzneutralität reden muss, hat er leider abgesagt. Daraufhin hat dann dieser Herr Hannes Ammetsreiter, der Chef von Vodafone Deutschland, sich angekündigt, hierher zu kommen zur Media Convention. Selbes Spiel, wiederum nur mit der Bedingung, dass er auch über Netzneutralität mit der Bundesnetzagentur und mit mir spricht. Hat er leider auch da aus terminlichen Gründen nicht geschafft und konnte auch keinen Ersatz finden. Und deswegen müssen wir jetzt hier sozusagen ein bisschen über das Thema sprechen, damit es nicht gänzlich untergeht. Aber ich finde, das ist schon bemerkenswert, dass die Telekom-Industrie zwar sehr wohl dabei ist, gerade Netzneutralität auf der Produktebene abzuschaffen und noch gerade in der Politik mit 5G als Hebel wieder versucht, die mühsam erstrittenen Regeln in Europa, die das Internet beschützen, abzuschaffen. Und dass man all das tut und sich dann nicht einmal mehr einer Debatte stellt, finde ich bezeichnend. Ganz kurz, das muss in jedem dieser Talks immer noch sein, worum geht es eigentlich beim Thema Netzneutralität? Das Internet ist neutral geboren worden, ursprünglich aus technischer Notwendigkeit heraus. Wir hatten nicht die Rechenkapazitäten, um in Echtzeit im Netzwerk Entscheidungen zu treffen, ob Datenpakete jetzt korrekt, wichtig, legal sind. Und all diese Entscheidungen hat man schon in der Architektur an die Enden, an die Applikationen, an uns User oder Diensteanbieter überlagert. Und das ist nicht nur ein technisches Konzept, sondern auch ein gesellschaftspolitisches Konzept, was im Internet steckt. Und genau dieses Prinzip ist heute aber über Technologien wie Deep Packet Inspection, über die wir noch etwas hören werden, in Gefahr und wird zusehends in Frage gestellt. Wieso ist Netzneutralität wichtig? Ja, auch weil es ein bisschen das Erfolgsrezept des Internets ist. Weil es genau den Unterschied ausmacht zu Radio oder zu Fernsehen, wo es halt nur Empfänger gibt und ein paar Sender. Es ist auch anders als das Telefonnetz, wo eine zentrale Vermittlungsstelle über jede Verbindung entscheiden kann, ob die zustande kommt und wie teuer sie ist. All das ist beim Internet nicht der Fall, zumindest wenn es netzneutral ist. Aber genau diese Technologien, diese Verschiebungen in das klassische Sender-Empfänger-Prinzip und in Verbindungen, die nicht mehr global gleich sind, sondern je nach Land unterschiedlich, da kommen wir heute zusehends wieder hin. Das Hauptproblem, was wir in Europa haben, ist Zero Rating. Zero Rating bedeutet die unterschiedliche Bepreisung von Daten. Ich diskriminiere nicht technisch, indem ich manche Daten schneller oder langsamer mache, sondern ökonomisch, indem ich manche Daten billiger oder teurer mache. Und Zero Rating ist ein großes Problem. Wir haben in 25 Ländern der EU solche Produkte. Kurzer Nachsatz, die 29 hier ist wegen einer Studie, die BEREC gemacht hat. Da geht es auch um Norwegen, Island und Liechtenstein, die nicht Teil der EU sind, aber auch unter die Netzneutralitätsregeln fallen. Da haben zwei nicht geantwortet, deswegen 29, obwohl die EU ja noch 28 Mitgliedstaaten hat. Also, wir haben ein grassierendes Problem, bis auf vier Länder, in denen es fast auch keine Datenvolumenbegrenzungen mehr gibt, sondern nur noch Flatrates im Mobilfunk, haben wir fast überall sonst Zero Rating als Problem. Und wir reden jetzt schon wirklich lange über dieses Thema. Und wir haben uns zuletzt mal auch den Aufwand betrieben, eine Studie zu machen. Und wir haben auf Basis der Daten des gesamten Mobilfunkmarktes in Europa diese Daten, wie teuer ist eigentlich ein Gigabyte im Mobilfunk, gegenübergestellt mit, gibt es Zero Rating in diesem Land? Und da sind wir draufgekommen, an sich sinkt der Preis für Datenvolumen um 10% jedes Jahr. Außer in den Märkten, wo es Zero Rating gibt. Da steigt er sogar um 2%. Und gute Nachricht, wenn man Zero Rating verbietet, wenn es keine Zero Rating Produkte mehr gibt, dann sinkt der Preis auch gleich im Folgejahr um 8%. Und das ist schon eine drastische Verschiebung. Diese ökonomische Analyse haben wir dank unseres Praktikanten Lutger gemacht, der gerade da hinten sitzt. Ein Applaus bitte. Nun gut, also Zero Rating macht das Internet teuer, obwohl es ja eigentlich so ausschaut, dass wir was gratis bekommen.
Und im Grunde wäre es der Job der Regulierungsbehörden, sich diese Produkte im Einzelfall anzuschauen. Wir haben in den EU-Regeln eine Case-by-Case-Regelung, also jeder Fall muss extra geprüft werden. Und wenn wir jetzt diese 25 Länder hernehmen, wo es Zero-Rating gibt, gibt es nur 12 Länder, die überhaupt eine behördliche Prüfung eingeleitet haben. Dazu zählt auch die Bundesnetzagentur. Und von diesen 12 Ländern, die sich Zero-Rating näher angeschaut haben, die überhaupt geprüft haben, was glaubt ihr, wie viele haben dagegen entschieden? Wie viele haben gesagt, nein, das Produkt verbieten wir? Keine einzige Regulierungsbehörde. Genauso wie in den USA sind diese Einzelfallentscheidungen bis jetzt noch nie zum Nachteil der Telekomindustrie ausgegangen, obwohl wir wirklich teils ganz drastische Verletzungen der Netzneutralität in Europa sehen, wie zum Beispiel diese hier, Smartnet von Meo. Das ist wirklich Internet à la carte. Da kaufe ich mir 10 GB Facebook, 10 GB Gmail und diese Daten dort sind um einiges billiger als bei allen anderen Internetpaketen. Das heißt, hier wird wirklich das Internet zerstückelt in einzelne Teile und mit extra Preisschild versehen. Und Portugal ist deswegen auch so ein Paradebeispiel, weil die sogar einen noch kaputteren Telekom-Markt haben als Deutschland. Diese Grafik zeigt euch, wie viel Gigabyte ihr euch kaufen könnt um 30 Euro im Monat. Und es gibt viele EU-Länder, wo ihr einfach schon eine Flatrate bekommt oder 30, 50, 100 Gigabyte im Monat für 30 Euro. Außer in Deutschland und Portugal ist noch schlechter, was schon auch wiederum sehr bezeichnend ist. Und Netzneutralität ist inhärent eine Verteilungsfrage. Und da, wo ich mehr Knappheit habe, ist natürlich auch dieser Vorsprung, den ich mir leisten kann, um einiges mehr wert und der Anreiz dann, dieser Diskriminierung nachzugeben und nur noch die großen Dienste zu verwenden, auch um einiges größer. Gerade in Portugal haben wir auch uns mal angeschaut, wie viel kostet das Gigabyte dort eigentlich. Und das Gigabyte Facebook kriege ich um 70 Cent. Das Gigabyte fürs restliche Internet fängt bei 1,33 Euro an, also fast das Doppelte, und geht hoch bis 53 Euro pro Gigabyte. Also das sind die Unterschiede, von denen wir hier sprechen. Trotzdem hat die Regulierungsbehörde in Portugal, Anacom, sich noch nicht dazu durchgerungen, dieses Produkt zu verbieten. Und genau deswegen haben wir mit 13 anderen NGOs eine Einreichung in Portugal eingebracht, wo wir nochmal ganz klar dargelegt haben, auch mit den Fakten, die ihr gerade gesehen habt, wieso das dort ein Problem ist und wieso es auch für Portugal, für die Nutzer dort ein Problem ist. Gerade die Wirtschaft in Portugal wacht gerade auf und das ist ein gutes Zeichen. Aber kommen wir nach Deutschland. Vor einem Jahr im Mai habe ich hier einen Talk gehalten und das war kurz nachdem Stream-On der Deutschen Telekom rausgekommen ist. Das sagt wahrscheinlich jedem was, weil die Telekom ja ganz viel Werbebudget in die Hand nimmt, um dieses Produkt zu bewerben. Justin Bieber dafür sogar rekrutiert. Und ich habe dann auch auf der Telekom-Hauptversammlung versucht, diese Kritik anzubringen. Aber worüber wir ganz wenig gesprochen haben, ist Vodafone Pass oder Gigapass. Das ist ein Produkt von Vodafone, das sehr ähnlich ist wie Stream-On, aber dann doch ein bisschen anders. Und das will ich mir jetzt mit euch näher anschauen, soweit wir das können. Einerseits ist Vodafone Pass nicht gratis. Du zahlst für einen Pass und dann kannst du einen Chat-Pass oder einen Social-Pass dir holen. Und in dem hast du dann beliebige Anwendungen, die sich dort angemeldet haben, inklusiv. Die kannst du unendlich viel nutzen, unendlich viel Facebook. Und diese Pässe kann man zu dem eigentlichen Datenvolumen dazu kaufen. Und einzelne Anwendungen können sich dann bei Vodafone anmelden, über das werden wir noch ein bisschen mehr sprechen, und darüber dann Teil von diesen Pässen werden. Wenn dann aber mal ein Unternehmen aus diesem Pass rausfliegt, kann es sein, dass man den gekauft hat, vielleicht auch eine Vertragslaufzeit hat, aber die Anwendung, für die man es eigentlich verwenden wollte, wie Signal zum Beispiel, die ist dann halt nicht mehr im Chatpass enthalten. Es ist halt wirklich Internet à la carte. Das ist kein deutsches Problem. Vodafone Pass gibt es in 9 Ländern von den 14 Ländern, in denen Vodafone in Europa vertreten ist. Und im Moment wird es gerade geprüft. Die Bundesnetzagentur prüft schon wieder seit vielen, vielen Monaten. Das mühlt alles sehr langsam. Und gerade in Großbritannien, wo Vodafone herkommt, ist jetzt die hauptsächliche Prüfung. Es ist immer dort, wo das Telekom-Unternehmen die größte Macht hat, da versuchen sie, ihre Schäfchen ins Trockene zu bekommen. Gerade in Großbritannien gibt es auch so Seiten wie die, wo Vodafone seinen Nutzern erklärt, was eigentlich alles nicht in diesen Pässen enthalten ist. Was ganz lustig ist, weil dieses Konzept hat auch wirklich seine Tücken. Einerseits, wenn man den Chatpass kauft und dann WhatsApp gratis verwenden kann, kann man aber über nicht Video- oder Audiotelefonie machen. Das ist explizit ausgenommen. Wäre auch wieder zu viel Datenvolumen, sagt man einfach, nein, hast du nicht dabei. Eine ganz schöne Ausnahme ist auch, dass diese Pässe
sagen Sie explizit, nicht dafür verwendet werden können, um irgendwelche anderen Webseiten oder Apps aufzurufen. Und das Beispiel, was Sie hier bringen, ist, dass mit einem Social Pass man ja nicht auf Facebook-Links klicken soll, weil die können mehr Kosten verursachen. Das ist der klassische Login-Effekt. Wie wir gestern auf der Panel-Diskussion diskutiert haben, erzeugt das auch wiederum mehr Anreize für Fake News, gerade für ärmere Bevölkerungsschichten, die dann eben nur noch die Anreize und die Facebook-Posts haben, aber auf die Quellen, auf die journalistischen Inhalte gar nicht mehr zugreifen können. Die wären um einiges teurer als das, was sie hier gerade gekauft haben. Und woher kennen wir das eigentlich, diese Warnungen, dass man gewisse Zonen nicht verlassen sollte? Ich habe da in der Nähe von meinem Hotel ein passendes Bild dazu gefunden. Es ist genau dieser Login-Effekt und das ist halt wiederum dieser Weg, nicht aus dem geschlossenen Netz rauszukommen, und wir sind wieder genau dort, wo wir in den 90ern angefangen haben, mit den Walled Gardens, mit AOL, mit CompuServe. Wir sind wieder in genau solchen abgetrennten, eingezäunten Bereichen des Internets, die eben nicht mehr alle Dienstleistungen auf Augenhöhe stehen haben. Und wir müssen uns auch fragen, passt das Internet in diese vier Kategorien? Wir haben zum Beispiel, Facebook ist im Social Pass, Facebook Messenger ist im Chat Pass. Das heißt, hier wird schon versucht, irgendwie arbiträre Kategorien zu ziehen, und nicht mal Vodafone selbst hält sich daran. In Rumänien hat Vodafone Pass den Chat und Social Pass zusammengenommen, aber dafür noch Maps und E-Mail dazu genommen. Und natürlich sind nur die großen amerikanischen Anbieter da drinnen. Es sind Google Maps, es sind Apple Maps, es sind Gmail, die man da drin findet, oder Hotmail, aber eben keine kleinen lokalen E-Mail- oder Maps-Anbieter und auch keine OpenStreetMap. Aber schauen wir uns diesen ganzen Prozess mal näher an. Ja, wie werde ich jetzt Teil von Vodafone Pass? Wir haben ein tolles neues Startup und wir wollen jetzt Teil davon werden. Dann muss man durch diese 6 Schritte hier durch. Und der erste Schritt ist schon mal, dass man eine Kontaktform ausfüllen muss. Die schaut so aus. Da muss man schon mal sagen, irgendwie, wer man ist und was die App ist, die man hat. Und da gibt es nur die Auswahl zwischen den 3 großen Plattformbetreibern für Mobilfunk. Also Apple, Android oder Microsoft. Und wenn man nicht auf dieser Plattform ist, kann man nicht Teil von Vodafone Pass sein. Eigentlich haben wir Gerätefreiheit mit der Netzneutralität. Unsere Provider dürfen uns nicht vorschreiben, auf welchen Geräten wir Internet nutzen. Wir haben die Freiheit, so tethern, wie wir wollen und irgendwelche freien Betriebssysteme zu verwenden. Aber genau das ist hier nicht möglich, sondern ich bin eingeschränkt auf diese 3 Plattformen. Und das widerspricht auch dem Prinzip eines offenen, schichtbasierten Internets. Das hier ist der RFC, der Request for Comments für das TCP-Protokoll. Eine der Grundlagen des Internets. Und die ist frei verfügbar. Jeder kann sich anschauen, wie diese Technik funktioniert. Deswegen ist sie so innovativ. Weil sie ermöglicht, dass wir auf jeder Schicht nochmal neue Dinge aufbauen. Und weil alles interoperabel ist. Weil wir wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können und jede Erfindung sich genauso gut im Netz bewähren kann, wie alles, was schon da ist. Was muss man als nächstes machen, wenn man hier mitmachen will? Man muss zuerst mal ein NDA unterschreiben, ein Non-Disclosure Agreement, also eine Verschwiegenheitserklärung. Wenn du in diesem offenen Internet dabei sein willst, zuerst hier unterschreiben, dass du niemandem davon erzählst, sonst hohe Vertragsstrafe. Und das ist natürlich das Gegenteil von einem offenen Internet und ist jetzt auch für uns ein bisschen ein Problem hier, weil wir wollen ja eigentlich über Vodafone Pass reden und wir haben ja jetzt diese NDAs. Also, da müsste sich jetzt jemand strafbar oder haftbar machen, wenn wir aus diesem Vodafone Pass Disclosure Agreement, ich meine, das können wir doch nicht einfach herzeigen. Jetzt, wo wir diese Hürde übersprungen haben, schauen wir mal ein bisschen weiter, was sich da so verbirgt. Als nächstes muss man technische Informationen bereitstellen. Hat uns sehr interessiert, wie macht Vodafone das? Wie identifizieren die Dienste, die da teilnehmen wollen, in ihrem Netzwerk? Die müssen sie ja anders zählen. Die muss man irgendwie die Erbsen und die Bohnen ein bisschen unterschiedliche Töpfe geben. Wie machen die das? Sie machen es mal ganz simpel über IP-Adressen, über die URLs, die ich als Nutzer aufrufe, oder Server Name Identification, was eine Technik ist, um bei HTTPS auch noch Pakete zu identifizieren. Was ist das? URLs. Ist eigentlich ein sehr hohes Merkmal, das sehr nahe meinem Nutzerverhalten ist. Das sind die Websites, die ich aufrufe, die Daten, die ich in ein Formular reinschreibe. Natürlich geht das nur mit Deep Packet Inspection. Natürlich muss der Provider hier ganz tief in die Pakete hineinschauen. Und es hat noch einen zweiten Kollateralschaden neben unseren Datenschutzproblemen hier. Und ich glaube auch nicht, dass das mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar ist, was Vodafone hier tut. Aber viel schlimmer ist auch, wenn ihr heute von einem Mobilfunker eine Rechnung bekommt, und ihr glaubt, die Rechnung stimmt nicht, könnt ihr einen Einzelverbindungsnachweis anfordern.
Weil die Nummern, die ihr anruft, beeinflussen direkt die Rechnung, die ihr bekommt. Damit werden Anrufe Abrechnungsdaten. Dasselbe ist hier auch für URLs der Fall. Auch URLs können Abrechnungsdaten werden und URLs müssen auch genauso aufbewahrt werden, solange die Rechnung beeinsprucht werden kann. Das heißt, wir laufen hier in eine Menge von Problemen in nationalen Konsumentenschutzrechten hinein. Und das ist sowas wie eine Vorratsdatenspeicherung über die Hintertür. Und auch das ist den Leuten, die diese Produkte kaufen, wahrscheinlich nicht bewusst. Es gibt noch eine andere Form, die Vodafone anbietet, wie Dienste identifiziert werden können, die wir ganz spannend fanden, weil das haben wir vorher noch nicht gesehen. Das nennen sie DNS-Snooping. Also die Art, wie wir im Internet von www.meinservice.de auf eine IP-Adresse kommen, heißt DNS. Und Snooping bedeutet, ich schaue in meinem Netzwerk, was da so für Daten herumlaufen. Wir wissen nicht genau, wie Vodafone das implementiert, aber die Vermutung liegt nahe, dass Vodafone in seinem gesamten Netzwerk die DNS-Daten aller Nutzer verarbeitet und daraus versucht, eine Erkennung zu machen, um alle möglichen Dienste, die daran teilnehmen, halt wirklich auch an der IP-Adresse identifizieren zu können. So viel zum technischen Teil. Danach muss man natürlich einen Vertrag unterschreiben. Wir haben diese Verträge von allen diesen Zero-Rating-Produkten eigentlich schon analysiert. Deswegen waren wir hier besonders gespannt, vor allem so ein geheimer Vertrag. Hier steht Complete De-Onboarding Agreement. Hört sich so an, es gibt nur eines. Stimmt aber nicht, es gibt zwei. Es gibt ein Onboarding Agreement mit Marketingklausel, wo Vodafone sagt, ja, räum uns Rechte an deiner Marke ein und dann werben wir mit Facebook und mit WhatsApp auf unserer Webseite. Und es gibt eins, wo sie das nicht tun, wo du dabei sein darfst, aber keine Markenrechte abtreten musst. Und es gibt dann auch noch einen feinen Unterschied. Bei dem Agreement mit der Marketing-Variante gibt es auch eine Suspension-Clause. Und da steht drin, dass innerhalb von 3 Tagen, wenn Vodafone einseitig zu der reasonable opinion kommt, dass man etwas tut, was das Ansehen von Vodafone negativ beeinflussen könnte, man sofort auch hier rausfliegen kann und keine Möglichkeit von einem Einspruch hat. Und das muss man eigentlich auch mal ARD und ZDF sagen, die ja jetzt schon bei Stream On der Deutschen Telekom dabei sind. Ich frage mich, ob das mit so einem öffentlich-rechtlichen Auftrag vereinbar ist, wenn ich mich solchen Verträgen unterwerfe und dann nichts Schlechtes mehr über Vodafone sagen darf. Wir sind schneller, als ich dachte. Ich will noch ein bisschen rauszoomen. Ich kämpfe jetzt irgendwie seit 2013 auf EU-Ebene an der Netzneutralität und wir haben dieses Scherbe mal irgendwie 2016 gehabt, als wir das Internet gerettet haben. Natürlich ist das mit Bürgerrechten immer so ein Problem, die verteidigen sich nicht von selbst und es ist viel zu viel Geld zu verdienen, das Internet in was anderes zu machen. Deswegen werden wir diesen Kampf leider auch noch weiter führen müssen. Und wir beginnen jetzt gerade wieder in die nächste Welle zu kommen. Die Regeln, die wir 2016 erreicht haben auf EU-Ebene, werden jetzt gerade evaluiert. Zuerst ist BEREC, die europäischen Regulierungsbehörden, dran, sich eine Meinung zu bilden, wo sie vielleicht nachschärfen müssen. Und wir glauben, sie müssen nachschärfen. Weil Zero-Rating ist einfach ein grassierendes Problem in ganz Europa und wir müssen uns dem widmen. Die Regeln, die wir heute haben, funktionieren nicht. Und das zweite Thema, was uns bevorsteht, ist 5G. Der neue Mobilfunkstandard wird gerade in einer beispiellosen Lobbyschlacht dafür verwendet, die bestehenden Netzneutralitätsregeln auszuhöhlen und eine neue Art von Internet zu bauen, die wirklich schon auf der Netzebene Unterscheidungen trifft über die Qualität des Dienstes, die wirklich ganz neue Möglichkeiten der Diskriminierung mit sich bringt. Und genau für solche technischen Möglichkeiten wird gerade gekämpft. Also das, was man politisch nicht geschafft hat im demokratischen Konsens, wirft man jetzt einfach in den technischen Standard hinein, den die Industrie spezifiziert und versucht das so durchzuboxen. Deswegen haben wir uns da schon gemeinsam mit unserem europäischen Dachverband EDRI zu Wort gemeldet, in einer sehr ausführlichen Stellungnahme und wir beobachten das weiterhin sehr genau, was auf EU-Ebene passieren wird und wahrscheinlich 2019 könnten wir auch in der Situation sein, dass das Gesetz selbst neu aufgemacht wird und wir nochmal wirklich von vorne über Netzneutralität diskutieren müssen. Alles, was wir machen, findet ihr auf unserer Website epicenter.works. Wir haben alle unsere Primärdokumente, die wir erstellen, dort verlinkt. Es gibt einen riesigen Medienspiegel, wo ihr aus ganz Europa euch informieren könnt. Wir haben Newsletter, da geht es auch viel um österreichisches Überwachungszeug, was auch so ein Teil unseres Vereins ist. Und natürlich findet man uns und auch mich auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Und damit will ich eigentlich auch schon so ein bisschen zum Abschluss kommen. Wir haben damals eben
angefangen, wirklich mit Ehrenamtlichen dieses ganze Netzneutralitätsding zu machen. Das war ein kleines Team von 6, 8 Leuten, die das in ihrer Freizeit gemacht haben. Auf dem Niveau, wo wir heute aber sind, mit diesem Level an Involvement, wäre das heute einfach so nicht mehr machbar. Wir sind ein gemeinnütziger, spendenfinanzierter Verein mit 6 Mitarbeiterinnen. Wir kümmern uns um die Netzneutralität eigentlich in ganz Europa. Wir haben gerade aktive Verfahren, die wir führen, 2 in Deutschland, 1 in Portugal, 1 in Österreich und in den Niederlanden. Und das tun wir alles mit einem relativ kleinen Budget. Und deswegen, wenn ihr irgendwie wollt, dass es weiterhin eine aktive Stimme in der Zivilgesellschaft zu diesem Thema gibt und ein offenes Internet behalten wollt, überlegt euch, ob ihr Fördermitglied werden wollt bei uns. Den Betrag könnt ihr frei wählen, aber es wäre wirklich toll, weil die beste Finanzierung für die Arbeit, die wir machen, die politisch so heikel ist, ist einfach wirklich dezentral aus der Zivilgesellschaft mit vielen Einzelspenden, dass es keine Firma und keine Regierung gibt, die auf uns wirklich Einfluss nehmen kann. Und wer irgendwie sich hier wiederfindet in den Job Descriptions als Webdeveloper, Designer oder auch Jurist oder auch Leaker, ist bei uns sehr willkommen. Ich darf dieses Vodafone Pass Agreement leider nicht herausgeben aus Quellenschutz. Wenn wir eine zweite Quelle bekämen, könnten wir ausschließen, dass es Watermarken gibt und dann könnten wir auch mal diese Dokumente in Originalform rauswerfen, was wir eigentlich sehr gerne tun wollen. Damit will ich zum Ende kommen. Ich will ungern nächstes Jahr Leute raushauen, also überlegt euch, ob ihr uns unterstützen wollt und ich freue mich auf eure Fragen. Danke. Wer von euch hat Fragen? Bitte einmal aufzeigen. Es dauert immer hier immer ein bisschen, bis ihr an Fragen kommt, ne? Wenn keiner möchte. Da. Da, wo? Ja, hier, guck. Hey Thomas, kannst du vielleicht mal noch einen Ausblick geben, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, gerade in Portugal, aber auch gerne in Deutschland mit den Verfahren zu Stream-On? Mikrofon näher ran. Ich wollte nur wissen, kannst du vielleicht ganz kurz mal einen Ausblick geben, wie es in Portugal gerade weitergeht? Gibt es da Verfahren? Sind die Regulierungsbehörden da schon dran? Wie es in Deutschland weitergeht mit Stream-On, mit Vodafone Pass? Was also in den nächsten Monaten so ansteht? Ja, also die portugiesische Regulierungsbehörde hat sich dann nach einem halben Jahr irgendwie dagegen treten, irgendwann mal bewegt und eine Entscheidung getroffen, dass sie diese Produkte nicht verbieten werden. Und die Entscheidung haben sie dann auch konsultiert. Wir haben uns da eben mit diesen 13 anderen NGOs dran beteiligt und versuchen jetzt gerade mit Argumenten die Behörde vielleicht nochmal zum Umdenken zu bewegen. Und das ist aber vielleicht auch eines der Verfahren, und das sehen wir jetzt auch als Trend in Europa, die vor Gericht landen werden. Weil halt einfach die Regulierungsbehörden, wie auch die Bundesnetzagentur in Deutschland, sich einfach extrem unwillig bewegen und auch viel politische Zurufe haben, dieser wichtigen Telekom-Industrie ja nicht zu sehr auf die Finger zu treten. Das heißt, in Portugal sind wir am Anfang des Verfahrens, in Deutschland ist es so, dass die Bundesnetzagentur zumindest die technische Diskriminierung, die Drossel bei Stream-On der Deutschen Telekom verboten hat. Aber, wie das so schön in Deutschland ist, diese Entscheidung, die wurde zwar gefällt, die liegt jetzt aber bei Gericht und das kann noch ungefähr so 1-2 Jahre dauern, bis die Deutsche Telekom wirklich verboten bekommt, dieses Produkt so anzubieten. Und auch das Roaming, was sie den Nutzern vorenthalten, ist ein wichtiger Punkt und da kann es dann vielleicht auch endlich mal ordentliche Strafen regnen für das Unternehmen. Wir haben auch noch mit Vodafone Pass zu kämpfen, wo diese ganze Frage auch noch im Raum steht, ob überhaupt mal was gemacht wird. Da ist die Bundesnetzagentur immer noch in der Prüfung. Und ich will das kurz vergleichen. Wir haben in Österreich von Telekom Austria ein fast gleiches Produkt wie Stream-On der Deutschen Telekom. Die Bundesnetzagentur hat 9 Monate gebraucht, um zu ihrer Entscheidung zu kommen. In Österreich haben die das unter einem Monat geschafft. Also es geht schon auch, wenn man will, ja, aber hier wird halt nicht gewollt und es gibt halt leider auch wirklich viele Zurufe aus der Politik, zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen, während die liefen, hat die unabhängige Regulierungsbehörde sich nicht getraut, eine Entscheidung zu treffen. Also es ist keine unabhängige Behörde, leider ist das nicht der Fall, auch wenn es gesetzlich vorgeschrieben wäre. Wir haben auch noch viele Länder, die noch keine Strafbestimmungen haben.
Also die Strafen variieren sowieso irgendwo zwischen 3 Millionen bis 250 Euro. Und es gibt aber auch noch 5 Länder, die gar keine Strafbestimmungen in Europa erlassen haben. Also da ist es einfach komplett frei, da kann man beliebig drosseln oder die Dienste blockieren, es gibt keine Strafe dafür. Also es ist leider eben eine Entscheidung, die noch lange brauchen wird. Hi, danke dir erstmal für diesen schönen Vortrag. Da es ja von der politischen bzw. rechtlichen Seite scheinbar sehr schwer wird, das Ganze zu regulieren, wäre es nicht eigentlich auch an den Konsumenten zu sagen, ja, wir verweigern irgendwie, also wir kaufen diese Produkte nicht, wir wenden die nicht an, und das als Regulierungsmechanismus zu nehmen? Und wie realistisch schätzt du diese Möglichkeit ein, oder ist das für die breite Masse doch einfach zu attraktiv? Das ist eine gute Frage. Ich meine, Zero Rating ist natürlich ein verlockendes Angebot, wenn ich nur irgendwie meine 2 Gigabyte im Monat habe, aber dann irgendwie unendlich viel Netflix schauen kann. Natürlich, wenn ich Netflix nutzen will, nutze ich das. Das Problem ist halt, dieses Datenvolumen, was für Netflix da ja im Netz vorhanden ist, das sollten wir einfach frei nutzen können. Das ist vorhanden. Es wäre billiger für die Telekom, uns das einfach so dazuzugeben. Aber das Angebot kriegen die Kunden nicht geliefert, sondern sie haben halt einfach nur wenig Gigabyte und dann halt diese unlimitierten einzelnen Dienste im Internet à la carte. Ich glaube aber, dass viele Nutzer eine andere Entscheidung treffen würden, wenn ihnen bewusst wäre, wie sehr sie hier mit ihrer Privatsphäre für diese Dienste bezahlen. Wenn sie wüssten, dass irgendwie jedes ihrer Datenpakete mit Deduction Inspection auf die URLs überprüft wird, die sie gerade aufrufen. Also wenn dieser Kollateralschaden bewusster wäre, ich glaube, dann würden auch mehr Leute vielleicht nicht zu diesen Produkten kaufen, sondern was anderes nutzen. Vielen Dank. Ich muss den Talk leider schließen an der Stelle. Ein herzlicher Applaus für Thomas.